Hallo Freunde, wir sind der Bodo und der Q und herzlich willkommen bei Dampfgedöns. Wir testen heute wieder was und zwar haben wir die Liquid Style Reihe von Nexus. Ihr habt es im Thumbnail gesehen, ich zeige die nochmal ganz kurz in die Kamera. Die sehen total schön aus, die Aromaflaschen. Es gibt drei Sorten, es gibt Mamacita, La Onda und El Mero Mero. Du hast irgendwo aufgeschrieben, genau, wonach die schmecken. Aber nachdem es mächtige Kritik gehagelt hat, sind wir jetzt bestens ausgestattet. Es wird wieder Watte gewechselt. Und such dir eins aus. Ja, wir fangen mit dem linken an von mir aus. Ihr seht das nicht. Das linke von dir aus. Das ist das La Onda. La Onda. Sollen wir vorher, was das ist, oder? Nö. Also du kannst es gerne lesen, ich möchte es nicht. Also ich sag mal ganz kurz, die sind alle angegeben mit 4-6%. Ich habe es jetzt bei 5% in einer 70-30-Phase angemischt. Reifezeit steht 5-7 Tage. Ich habe sie am Samstag angemischt. Wir haben jetzt Freitag, heißt 6 Tage kommt hin. Das heißt, wir sind überall in der goldenen Mitte. Wohl etwa. Setting ist, glaube ich, eigentlich so wie fast immer. Ich habe heute mal wieder die Maxi Quad dabei. Maxi Quad sei schon die Zenit. Ja. Beim letzten Mal, weiß ich gar nicht. Zusammen mit dem, Bigot. Genau, mit dem Tröpfler. Heute hast du eine Alien. Genau, vorhin, frisch wie der Morgentau, eine Dual Alien. Und, dann geben wir uns den Shit mal. Ja, ich habe wie immer Primo, Goon und zwei Quad Coils. Also vierfach gezwirbelter Draht, nicht vier Wicklungen. Ich hoffe, es kommt auch demnächst wieder ein bisschen was mit Hardware. Wir haben in letzter Zeit ein bisschen viel mit Liquids gemacht. Ja, wobei zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier online geht, ist schon wieder zweimal Hardware dazwischen gewesen. Ach so, okay. Entschuldigt mich bitte. Ja. Ich lebe in der Vergangenheit für euch praktisch. Ja, wir haben so viele Zeitparadoxe. Aber gut. Entschuldigung, Telefon. Na und da, ja. Ja. Hast du jetzt gelesen, was das ist? Gut. Okay, das heißt, ich rate, ja? Ich weiß aber nicht, wie das schmecken sollte, was da drin ist. Es ist auf jeden Fall süß, fruchtig. Mhm. Ich merke, die Quad-Coil ist scheiße. Die braucht ewig und dann wird sie heiß. Das ist doof. Ja, komm, schon ein bisschen mehr. Komm. Ja, braucht nicht. Und es ist irgendwas mit Eisbonbon drin, auf jeden Fall. Es schmeckt zumindest so, ne? Ja. Das heißt, ich muss. Gib mir auch nochmal ein Tröpfchen. Gehörig aufpassen. Eisbonbon vertrage ich nämlich nicht so gut. Soll ich nochmal. noch ein Luftloch zu. Vielleicht ist dann besser. Na, aufdrehen, 100 Watt drüber und dann gucken, wann anfängt zu brennen. Ist klar. Wieso, da kriegst du bestimmt noch ein paar Rostaromen dabei. Er pfeift, aber er schmeckt deutlich klarer. Also, es ist. Ja, Eisaroma. Eisaroma. Bullshit. Eisbonbon mit irgendwas Fruchtigem. Ich lasse es verlauten. Dieses Aroma überflutet dich mit einer Mischung aus Guave und Bubblegum-Aroma. Das Erlebnis, bei dem du dich treiben lässt. Also, das Kaugummi, ja, im Nachgeschmack schmeckt ein bisschen wie Huba-Buba, schmeckt, wenn man drauf rumbeißt, diese süßliche. Ich weiß leider nicht, wie Guave schmecken soll. Also, ich hätte noch nie in eine Guave reingebissen. Doch, wie Guave schmeckt, weiß ich. Ich weiß nur nicht, warum ich jetzt Eisbonbon da rausgeschmeckt habe. Aber jetzt, das muss an der Luft gelegen. Also, jetzt schmecke ich es auch deutlicher. Was mit Kaugummi. Doch, auf jeden Fall. Ein sehr süßes, fruchtiges Liquid schmeckt wirklich wie ein bisschen Huba-Buba. Ja. So halt diese übersüßten Kinderkaugummi. Ja, das kann man aber auf jeden Fall behalten. Ja, das würde ich auch sagen.
Nicht für immer, aber also gerade jetzt im Sommer finde ich, da könnte man Cola reinpacken. Ja, wobei ich glaube, vielleicht geht da einfach ein bisschen zu viel vom Geschmack selber verloren. Nee, Cola, nicht Menthol. Ach. Cola geht ja nichts verloren. Ja, aber trotzdem, ich bin vom subjektiven Gefühl her, weil ich diese Kälte immer so erschlägt, also mich zumindest, mich erschlägt so eine Kälte halt immer. Ihr werdet das jetzt schon wissen, wir werden das nämlich zu dem Zeitpunkt, zu dem das Video online geht, werden wir das schon getestet haben, denn nächste Woche kommt, bekomme ich den Cooler von Wolfram und dann werde ich das selber testen oder auch gerne zusammen und dann werden wir schon berichtet haben, wir werden aber auch da dann noch nicht verraten, wonach es schmeckt. Das müssen wir uns nur merken, das wird sowieso nicht funktionieren, aber sei es drum. Genau. Video verlinke ich da irgendwo. Kriegt ihr schon hin. Ja. So, wir wechseln jetzt mal die Watte, weil die Community das wünscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es vielleicht jetzt bei manchen ein bisschen komisch aufstößt, ich finde das reiner Bullshit. Wir tun das Liquid da einmal rein, wir dampfen die Watte leer. Klar bleibt ein minimaler Restgeschmack drin. Das will ich gar nicht bezweifeln. Aber tendenziell tut es ja nichts an einem anderen Geschmack. Ihr schmeckt ja raus, wonach das andere Liquid schmeckt. Von daher, aber... Nur um die Ordnung hier aufrecht zu erhalten und dass alles seine geregelten Bahn geht, werden wir jetzt zu jedem Liquid halt, wie wir das am Anfang mal gemacht haben, immer die Watte wechseln, auch wenn es ein scheiß Arbeit ist und wir für ein 5-Minuten-Video jetzt bestimmt eine Stunde brauchen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Der Zeitaufwand ist halt einfach... Ist heute ein bisschen agro? Nee, ist einfach meine Meinung. Okay, so, wir sehen uns gleich. So, dann nehmen wir doch jetzt El Mero Mero. Du liest vorher? Mhm. Gut. Ich weiß, warum ich vorhin Eisbonbon geschmeckt habe. Weil ich Eisbonbon schmecken wollte. Ich habe mir natürlich irgendwann mal durchgelesen, was da drin ist. Und ich habe die ja auch irgendwann angemischt. Und ich weiß, dass in einem Eisbonbon drin ist. Vielleicht wollte ich es gerade einfach rausschmecken. Wann? Vamos. Ja, übel. Der erste Zug und direkt am Anfang vom Zug kommt das Eisbonbon mega krass durch. Und dann wird's. Eisbonbon hat für mich. Eisbonbon hat für mich irgendwie immer so einen Hauch Banane im Beigeschmack. Ich weiß nicht warum. Ich glaube nicht, dass hier Banane drin ist, aber es, für mich schmeckt Eisbonbon. Ich habe schon wieder vergessen, was da drin war. Auf jeden Fall mega lecker. Himbeere könnte es sein. Aber es hat echt leicht einen Bananentouch. Mhm. Ich würde sagen Eisbonbon, Himbeere. Nee, Blaubeere, Brombeere, Sahne und Eisbonbon. Ah ja, gar nicht so weit weg. Beere. Nicht meins. Doch. Ja? Ich würde dampfen, auf jeden Fall. Okay, du darfst das gleich gerne mitnehmen. Für mal dampft. Ja, so. Warte und das nächste. Mhm. So. Liquid Nummer 3, Mamacita. Ja. Nein, keiner von uns singt. Nee, ich habe auch jetzt nicht gelesen, was es ist. Aber das kannst du geschenkt haben. Ist nicht meins. Kirsche. Bisschen Sauerkirsche, so Cocktailkirsche oder Sauerkirsche oder Sauercocktailkirschen. Ja, Sauerkirsche. Vielleicht Kuchen. Irgendwas, was mir, irgendwas Herbes auf jeden Fall, was ja. Mir momentan jetzt nicht so zusagt. Wir haben unsere Bewertung total. Wir? Die wird übrigens, die wird noch eingeführt. Ich muss dazu kommen, die Frames fertig zu machen. Ja. Bei dem ersten hätte ich gesagt, also haben wir bis 3 Sterne, ne? Oder drei Wölkchen haben wir gesagt. Beim ersten würde ich sagen, ist okay, ist nicht der Überrenner, würde ich eine glatte 2 geben. Ja. Der zweite hat mir schon wesentlich besser gefallen. Ah, gute 2 bis 3 auf jeden Fall. Ich sag mal 2,5.
Also ich würde dem ersten 3 geben, dem zweiten 1 und dem dritten hier, na im Gesamtvergleich dem zweiten 2 und dem letzten jetzt 1. Sag doch mal, was das ist. Ach so, es soll sein, ach du Scheiße, ein Cherry-Biscuit, so leidenschaftlich lecker, man bekommt nicht genug. Ja, Kirsch und Kuchen war ich gar nicht so weit weg. Gut, es ist nicht unser Ding, aber wer... Darf ich noch? Also ich würde sagen, bei mir 1. Okay, so. Mehr kriegt nicht. Liegt aber daran, dass wir beide, glaube ich, nicht so auf Kirsche stehen. Das heißt, bevor ich das hier rumstehen habe, denk dir mal ein Hashtag aus, irgendeinen lustigen. Mamacita ist mir zu doof. Denk dir mal ein Hashtag aus. Hätte ich mein Handy jetzt zur Hand, würde ich jetzt die Jeopardy-Jingle einspielen lassen? Ja, wer doch mal. Weiß ich nicht, keine Ahnung. El Mariachi zum Beispiel. Genau, El Mariachi. Seht ihr jetzt hier unten eingeblendet. Bitte einmal in die Kommentare. Und wenn dieses Video, wenn ihr das schafft, so zu pushen, dass das, was sagen wir, 200, 300 Klicks hat. 250. Sobald wir bei 250 Klicks sind, wird das Aroma hier, da sind noch 7 Milliliter drin. Und wenn ihr euch nicht zu sehr fürchtet, würde ich sogar noch die jetzt noch schätzungsweise 29 Milliliter Liquid mit 1,5 Milligramm Nikotin da drauflegen. Wird unter den Leuten, die Hashtag El Mariachi gepostet haben, unter dieses Video verlost. Na, übrigens, verschickt. Geht dann los. Gute Filmtrilogie, falls ihr mal Zeit habt, die zu gucken. El Mariachi? Mhm. Okay. Gut zu wissen. Mhm. Werde ich mir dann nochmal gönnen. Ich meine, die hieß El Mariachi. Also 250 Klicks, El Mariachi in die Kommentare und das kann euch gehören. So, dann sind wir am Ende. Genau, Endfazit. Gute Aromen auf jeden Fall, die wirken sehr ausgewogen. Das ist jetzt mal reine Geschmackssache, was einem gefällt oder nicht. Wirken, wenn überhaupt, nur sehr, sehr leicht künstlich, was zum Beispiel bei diesem Bubblegum. Liegt ja ein bisschen in der Natur der Sache. Ne? Aber ansonsten, doch, ich würde sagen, schon gut verarbeitet. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Empfehlenswert. Ja, ich war vorher von Nexus irgendwie, ich habe nicht viel von denen probiert, aber das, was ich probiert habe, war alles nicht so das Wahre. Die sind auf jeden Fall geschmacklich gut, das, was beschrieben ist. Wie gesagt, das Laonda, das werde ich auf jeden Fall weiter benutzen, weiter dampfen. Ja, doch, ist eine schöne Sache. Und vor allem, also ich meine, ne, allein für diese Aufmachung kriege ich schon von mir absolute Sympathiepunkte. So, alles klar, das war's für heute. Genau. Daumen hoch, Daumen runter und so weiter und so fort. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Hasta luego.